Mein Ackerland ist etwa 4 Hektar groß. Das Land, das ich bewirtschafte, ist meine Lebensgrundlage. Es ist die Quelle von Nahrung und Wohlstand für mich und meine Kinder. Als unser Boden unfruchtbar wurde, wurden auch wir immer ärmer. Das Problem des weltweiten Bodenverlustes und der Verschlechterung der Böden steht in der Öffentlichkeit bisher kaum im Rampenlicht, wird aber zu einer immer ernsteren globalen Herausforderung. Die Bedeutung von Boden für unsere Existenz, dafür, dass wir essen und trinken können, ist tatsächlich herausragend. Und gerade angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird immer mehr und mehr bedeutend, dass wir den Boden, diese knappe Ressource, die sich nicht vermehren lässt, dass wir die tatsächlich bewahren und versuchen, sie noch zu verbessern. Die Verschlechterung von Böden wird von mehreren Hauptfaktoren verursacht, die sich von Region zu Region unterscheiden. In Industrie- und Schwellenländern besteht die Bodendegradation häufig aus Flächenversiegelung und der Kontamination des Grundwassers mit Pestiziden und Düngemitteln. Andernorts liegt die Ursache in der Verringerung bestehender Vegetation, etwa durch Abholzung oder Überweidung. Landdegradationsneutralität, abgekürzt LDN, beschreibt eine Welt, in der unterm Strich kein Land durch Degradation verloren geht. Um dies zu erreichen, ist eine vorausschauende Planung von entscheidender Bedeutung. Das Ziel besteht darin, eine Degradation zunächst zu vermeiden. Wenn eine beabsichtigte Landnutzung das Potenzial hat, das Land zu degradieren, werden Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung der zu erwartenden Degradation geplant und umgesetzt. Teilweise Degradation, die nicht vollständig vermieden werden kann, wird dann durch Wiederherstellung und Rehabilitierung ausgeglichen. Im besten Fall wird die Bodennutzung durch den Neutralitätsansatz ins Gleichgewicht gebracht und so eine Verschlechterung ausgeglichen. Da Landdegradationsneutralität ein fortlaufender Steuerungsmechanismus ist, der die richtige Mischung von Maßnahmen erfordert, ist ein kontinuierlicher Planungs-, Überwachungs- und Anpassungsprozess erforderlich. Das Schöne am Konzept der Landdegradationsneutralität ist gleichzeitig auch das Komplexe daran. Wenn wir das richtig machen, wenn wir die Naturschutzplaner, die Stadtplaner alle im selben Raum haben und über eine Optimierung nachdenken, dann sollten wir in der Lage sein, die beste wirtschaftliche Leistung, die besten Auswirkungen auf die Umwelt und den besten Ansatz für die Ernährungssicherheit zu erzielen. Alles parallel. Genau diese Art von ressortübergreifendem Prozess wird nun in Costa Rica auf der Grundlage eines Präsidialerlasses aus dem Jahr 2017 umgesetzt. Unter der Leitung der Nationalen Beratungskommission für Bodendegradation, CADETI, arbeiten Vertreter verschiedener Ministerien und der mit ihnen verbundenen Institutionen zusammen an der Verbesserung ihrer institutionellen Strategien und an Planungsinstrumenten zur Verhinderung der Landdegradation. In Benin, zwischen Nigeria und Togo in Westafrika, besteht die derzeitige Herausforderung darin, nachhaltige Landnutzung im ganzen Land zu verbreiten, da die sinkende Fruchtbarkeit der Böden für die überwiegend kleinbäuerlichen Betriebe ein massives Problem darstellt. An unseren Universitäten und landwirtschaftlichen Hochschulen wird nicht genügend zu nachhaltigen Techniken gelehrt, die sich mit der Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit befassen und die an die Verhältnisse und die Möglichkeiten der Landwirte vor Ort angepasst sind. Deshalb bilden wir Techniker aus, die wiederum die Landwirte beratend unterstützen. Wir coachen sie, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen vor Ort gut umgesetzt werden. Was sich an der Art und Weise, wie ich das Land bearbeite, geändert hat? Ich benutze Bodenverbesserungsmittel wie Mucuna. Ich wende Fruchtfolgen an, wie zum Beispiel Mais, gefolgt von Bohnen. LDN ist nicht nur für die Länder relevant, die primär auf Landwirtschaft angewiesen sind. Auch Industrienationen wie Deutschland müssen dem Thema große Aufmerksamkeit schenken.
Auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Versiegelung von Böden, die im Moment einen Umfang von 65 Hektar pro Tag hat, also 20 Minuten, alle 20 Minuten ein Fußballfeld, dass das maßgeblich reduziert wird. Aber Deutschland engagiert sich eben auch international und da ganz besonders multilateral auf der Ebene der Vereinten Nationen. Der langfristige Erfolg von LDN hängt vom politischen Willen ab, das Konzept durch konzertiertes Handeln verschiedener Institutionen durchzusetzen und vom Engagement von Menschen wie Fermin Amadji und Rosalie Jedouan, die nachhaltige Praktiken vor Ort anwenden und verbreiten. Im Namen künftiger Generationen müssen alle Beteiligten ihre Anstrengungen zum Schutz des Landes und der Böden bündeln. Dabei wird es immer Interessenkonflikte geben, aber mit den Prinzipien der Landdegradationsneutralität haben wir einen Mechanismus, der es uns ermöglicht, unser aller Lebensgrundlage Schritt für Schritt langfristig zu sichern.